Alles Wirrköpfe, Covidioten, Spinner und Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger und Rechtspopulisten, Volksverhetzer und was gerade eben auch noch alles Schlafschaf gibt es natürlich auch noch, was alles im Umlauf ist. Wieso das so ist und wie wir da am besten drauf reagieren können und was dahinter steckt, das erfährst du jetzt. Bevor es weitergeht, noch eine kurze Sache. Die ganze Geschichte, die ganze Coronavirus-Recherchen, journalistische Tätigkeit, das ist abseits von meiner Tätigkeit als Beziehungsmanagerin oder eben auch als Autorin, obwohl es ja jetzt eben auch das Buch gibt, Wahrheiten erkennen, Wahrheiten finden und Krisen bewältigen. Daher würde ich dich bitten, vielleicht mir eine kleine Spende dazulassen, meine Arbeit zu unterstützen, dass ich damit eben auch ein bisschen mehr Zeit investieren kann oder eben auch weiterzumachen. Oder hol dir doch einfach eines meiner Bücher, würde ich mich sehr darüber freuen. Zum Beispiel, ruf doch mal an, Mann, Mysterium Kommunikation, gerade insbesondere jetzt sehr interessant, wo so viele Beleidigungen kommen. Dann 100% ich, Mein Weg zu mir, Persönlichkeitsentwicklung, das kurz und knapp mit wirklich schönen Bildchen gut aufbearbeitet, sodass Persönlichkeitsentwicklung auch wirklich endlich mal Spaß macht. Oder ich bin mein eigenes Wunder, die Selbstliebeserklärung. An Selbstliebe hapert es uns ja meistens. Das ist ein Workbook für die Tasche unterwegs. Zensur. Die Liebe ist nicht tot, habe ich letztes Jahr rausgebracht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so krass werden würde dieses Jahr. Es geht tatsächlich schon darum, wie wir zensiert werden. Es ist ein Kunstprojekt, so sieht es aus von innen. Also das ist wirklich ein Kunstwerk fürs Bücherregal und natürlich selbstverständlich der Bestseller für Singles, für die Männer, die die Frauen verstehen wollen. Oder wenn du eine Frau bist, warum Mann in Doppel-N sich einfach nicht mehr binden will und woran das liegt und wie du es eben doch noch schaffst. Sat.1 Frühstücksfernsehen, RTL, in verschiedenen Medien bin ich damit gewesen, in der Presse. Der absolute Bestseller, 100 Miese Dates und die Suche nach der Liebe, meine Single-Geschichte auf den Punkt gebracht. Und dann gibt es eben auch noch das Corona-Tagebuch, wie ich unglaublich viel Stärke und Gelassenheit dadurch gewonnen habe. Also, ich würde mich sehr freuen, kleine Spende oder stattdessen vielleicht eines meiner Bücher zu kaufen. Unten drunter findest du alle weiteren Informationen dafür und schon mal herzlichen, herzlichen Dank im Voraus. Und jetzt geht's weiter. Ich verhelfe dir dabei, erfolgreich glücklich zu werden, die Beziehung zu dir selbst zu stärken. Denn mit der Beziehung zu dir selbst beginnt nämlich alles andere, auch deine Beziehungen im Außen und natürlich im Inneren und wie du darauf reagierst. Ein ganz wichtiges Mittel für stabile Beziehungen ist eine gute, harmonische, stabile und verständnisvolle, friedvolle Kommunikation. Genau das ist unser heutiges Thema, denn die Kommunikation aktuell, Spaltung, 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 Beleidigung, Beleidigung, Beleidigung. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Die größte Beleidigung oder, ja, ist ja schon standardisiert, ist Covidioten. Worte sind Seelensprache, sage ich immer sehr gerne. Und Kommunikation und welche Worte wir verwenden, wie wir sie verwenden, sagt unglaublich viel über uns selber aus. Und wir müssen es nur zu deuten wissen. Ja, ein sehr, sehr spannendes Thema zur aktuellen Zeit. Das betrifft die Covidioten-Schlafschafe, die Rechtspopulisten, also wie auch immer. Du wirst es bereits gemerkt haben, die Beleidigungen reißen nicht ab. Es ist eine Diffamierung und dadurch entsteht eine Spaltung. Ich möchte mit dir erklären, was du tun kannst, wie du darauf reagieren kannst, wie du vielleicht deine eigene Sprache auch mal überdenken kannst, welchen Effekt es hat und warum Menschen eigentlich zur Beleidigung greifen. Da habe ich tatsächlich, du wirst es nicht glauben, im Tagesspiegel einen wirklich sehr interessanten Bericht gefunden. Da heißt es nämlich, Erniedrigungen können ein wirkungsvolles politisches Instrument sein, sagen Forscher.
Schimpfwörter grenzen aus und dienen eben auch zur Diskriminierung. Das hat sich der Tagesspiegel anhand vieler Beiträge, die ich jetzt hier gar nicht einzeln aufführen möchte, aber du hast es wahrscheinlich selber schon gemerkt. Achte mal auf die Kommunikation als wirkungsvolles Mittel für sich nun angeeignet, um eben genau dort ein politisches Instrument zu setzen. Aber es gibt noch mehr Gründe, warum wir das denn machen. Aber die Politiker, wenn du es dir mal anschaust, Covidioten ist ein gängiges Wort geworden. Irgendwie, das darf man ja einfach immer und überall und jedem an den Kopf werfen. Genauso wie Aluhut. Nicht mal Aluhutträger, sondern Aluhut. Und dabei trägt nicht mal einer einen Aluhut im Vergleich zu den anderen, die sich mit Visieren und Masken absolut verbarrikadieren. Und der andere ist der Aluhut. Also könnte man diesen Menschen einfach nur Maske oder Visier oder Kühlschrank oder Brotmaschine nennen. Du merkst, das ist nicht gerade eine geeignete, liebevolle und wertschätzende, respektvolle Kommunikation. Was bringt es einem denn oder warum greift man zu Beleidigungen? Besonders nehmen wir mal das Wort Covidiot. Covidiot steckt natürlich der Idiot drin. Alles, was wir sagen, tun, machen, hat immer mit uns selbst zu tun. Betrachten wir das Spiegelgesetz, heißt es, wenn ich dich beschimpfe und sage, du Idiot, dann kannst du das Du mit dem Ich ersetzen. Im Grunde heißt es dann, ich bin ein Idiot. Und in der Tat muss man ja dazu sagen, diejenigen, die zu Beleidigungen greifen, wer ist dann der tatsächliche Idiot? Warum macht man das? Warum greift man zur Beleidigung? Wir haben ein Argument bereits gefunden, denn da heißt es offensichtlich eben durch politisches Machtinstrument. Ein weiteres Instrument ist, naja, die Argumente gehen halt aus. Wenn die Argumente ausgehen, weiß man sich nicht mehr zu helfen. Wer also nicht argumentieren kann, beleidigt, um seinen Standpunkt irgendwie eben auch durchzusetzen. Wer das sehr gerne macht, ist eben auch unsere allseits beliebte Saskia Esken, die sehr gerne auch mit zweierlei Maß misst. Covidioten ist für sie ebenfalls ein sehr gängiger Begriff und ja, sie verurteilt andere Menschen, da sie den Abstand nicht einhalten und selber zeigt sie sich ganz ungeniert in Kuschelstimmen, im Wahlkampf oder eben auch mit Bildhauern in der künstlerischen Szene. Man misst halt eben gerne mit zweierlei Maß. Denn die eigenen Bedürfnisse sind schließlich immer die wichtigsten. Und wer auf Solidarität plädiert und gleichzeitig fordert, dass er nicht zu Hause bleiben möchte und sich frei bewegen möchte, aber Solidarität fordert, indem der andere sich schützt, Masken trägt und seine eigene Gesundheit gefährdet und ihm die Selbstbestimmung und Selbstverantwortung abspricht, der soll doch noch mal über Egoismus, Solidarität und ja, Selbstbestimmung nachdenken. Wer ist dann der eigentliche Covidiot, wenn wir Forderungen stellen? Weiter, warum machen wir noch Beleidigung? Warum greifen wir weiterhin zur Beleidigung? Wir haben bereits festgestellt, naja, also der eigene Horizont, die Argumente gehen aus, der Wissensstand ist nicht der, der der andere hat. Ich meine, wir haben sowieso immer einen unterschiedlichen Wissensstand, aber man ist auch nicht in der Lage, auf einem respektvollen Niveau miteinander zu sprechen. Daher, ja,
ist da der Horizont von demjenigen, der zur Beleidigung greift, leider ja nicht ganz so hoch. Aber es kann natürlich auch ein Zeichen der Hilflosigkeit sein, dass man angetriggert worden ist, weil man halt seine Belange durchsetzen möchte. Das hatten wir eben auch schon als politisches Instrument, funktioniert auch ganz hervorragend in Beziehungen, wenn wir auch nicht gehört werden. Wenn unser Bedürfnis nicht gestillt wird, greifen wir gerne zu Beleidigungen. Ein sehr beliebtes Mittel ist dazu auch, wenn wir sagen, du bist immer so und du bist nie so, du hörst mir nie zu, du bist immer dies und immer jenes. Am besten diese beiden Wörter in diesem Kontext aus dem Wortschatz streichen. Traurig, traurig, aber es geht um die Glaubwürdigkeit. Das ist nochmal ein Teil der Argumentation. Die Argumente gehen aus, aber wie kann ich denn nun, wenn ich nicht den gleichen Wissensstand habe, ich aber meine Bedürfnisse erfüllen möchte, also im reinen Egoismus handeln möchte, durchbringen, dann greife ich eben zu Beleidigungen. Also zurück zur alten Normalität ist vielen Wirrköpfen, die sich im Netz unter Widerstand 2020 und anderen Namen tummeln, nachgerade ein Herzensanliegen. All diesen Spinnern und Corona-Kritikern sei gesagt, es wird keine Normalität mehr geben wie vorher. Es ist ein gekonntes Mittel oder leider ein sehr trauriges Mittel der Manipulation, um seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse durchzusetzen. Zwingen. Das sagt, wie ich eben auch schon sagte, immer was um die Person, über die Person aus, die es selber gesagt hat und viel weniger Dinge, der damit angesprochen wurde. Die Aufgabe, die du dann darin sehen kannst, ist eben auch ruhig zu bleiben und zu verstehen, warum denn Menschen beleidigen. Ein kleines Beispiel aus meinem Bekanntenkreis. Also ich habe tatsächlich noch Bekannte, nicht komplett aussortiert, die andere Meinungen vertreten als ich. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Man sollte natürlich auch hier in einer respektvollen Art und Weise miteinander umgehen und nicht zu Beleidigungen greifen. Das funktioniert, ansonsten wären es eben nicht mehr meine Bekannten. Aber interessant ist dennoch, dass eben auch diejenigen Mittel, ne, der Manipulation, da geht es nicht um Beleidigung, sondern Mittel der Manipulation wählen, um vielleicht mich auch nochmal zu überzeugen. Und wahrscheinlich mache ich das dann bewusst oder unbewusst in der Kommunikation ja im Prinzip auch ähnlich. Da geht es zum Beispiel, hat einer zu mir gesagt, ich kenne niemanden sonst außer dir, der so denkt. Nur du denkst so, sonst niemand. Das ist natürlich eine Pauschalisierung. Und ja, in der Tat, jeder hat seine eigenen Gedanken und es ist gar nicht möglich, dass ein anderer Mensch genauso denkt wie ich. Aber es gibt natürlich schon gewisse Gedankenmuster zu der aktuellen politischen Situation zum Beispiel, wo man eben die eine oder andere Seite eher vertritt. Ein gekonntes Mittel der Manipulation, um dem anderen zu sagen, du bist nicht okay mit diesem Gedankengut und du bist komplett alleine damit. Gut, dann kannst du zum Beispiel antworten, na schau mal, das ist doch schön, dass ich dir jetzt einen Anreiz geben konnte, eine neue Perspektive zu sehen. Außerdem, gut, viele Menschen in Berlin, 1 Million Menschen. Also man ist doch nicht ganz alleine immer mit seiner Meinung. Insofern, die Frage ist eher, wie gehst du damit um? Besonders interessant und traurig finde ich immer, wenn es heißt, ich habe ja nur gefragt. Das sind dann meistens so Sachen wie, warum bist du denn immer so forsch und so schlimm, wenn du einen Kaffee möchtest? Mir fällt jetzt gerade kein anderes Beispiel ein, aber da es steckt dann meistens eben auch schon dieses immer und nie, diese komplette Pauschalisierung drin, dass man ja immer so ist. Und wenn man, nehmen wir mal ein ganz einfacheres Beispiel, wenn ich dir sage, bist du ein Arschloch? Dann ist das natürlich nicht nur eine Frage. Und es gibt sehr viele Menschen, die halt irgendeine Form der Fragestellung stellen und gleichzeitig aber sagen, ich habe ja nur gefragt, sich dann nicht zum Täter machen, sondern zum Opfer, wenn man dann auch noch angegriffen wird. Also wenn ich zum Beispiel sage, was bist du denn für ein Arschloch? Oder
Okay, bist du ein Arschloch? Dann ist das natürlich nicht nur eine Fragestellung, sondern da steckt dann so viel Wertigkeit auch schon drin, dass diese Frage alles andere als nur eine Frage ist. Zusammengefasst, es geht immer um die Erfüllungen der eigenen Wünsche und Bedürfnisse und darum, wie du damit umgehst. Kannst du es erkennen, dass Beleidigungen ein wirklich trauriges Mittel in der heutigen Gesellschaft sind und das aber von unserer Politik und das am laufenden Band, das sollte uns wirklich zu denken geben. Ebenfalls in den ganzen Medien, Wirrköpfe, Spinner, da eben auf diese Art der Kommunikation zu manipulieren, das zu streuen. Daher mein Tipp noch am Schluss für dich, wenn du in eine solche Diskussion reingehst, und ich weiß auch, es triggert in uns an, das ist sehr hitzige Diskussionen, wenn der eine so denkt, der andere so denkt, aber versuch bitte bei Facebook, Instagram, Social Media, sieht man das ja immer mehr, dass die wirklich die Fronten aufeinander knallen und genau das sollte nicht Sinn der Sache sein. Menschen, die zu diesem Mittel greifen, haben weniger Wissen, sie sind hilflos, sie sind machtlos und sie wollen mit wirklich fürchterlichen Methoden ihre Sachen durchdrücken. Wenn du das erkennst, kannst du vielleicht mehr in Mitleid gehen oder ins Mitgefühl, mitleiden, sollten wir ja schließlich auch nicht, aber mitfühlen durchaus. Und wenn der andere eben nicht auf diesem respektvollen Horizont sich befindet, um so mit dir zu kommunizieren, kannst du entweder in die friedvolle Kommunikation gehen und ihn wirklich darauf ansprechen und fragen und sagen, ja, hey, schade, dass du nicht dazu in der Lage bist, das mit Argumenten mit mir zu sprechen oder zu diskutieren, mit mir darüber sich auszutauschen, sondern wirklich zur verbalen Gewalt zu greifen, was Hass und Spaltung, Respektlosigkeit greift. Nette Menschen sprechen nicht in diesem Ton miteinander. Und wenn du diese Art der Kommunikation wählst und dem anderen auch ganz klar machst, dass das nicht in Ordnung ist, in dieser Art und Weise zu sprechen und dich eben nicht ebenfalls noch darauf einlässt und noch mehr Öl ins Feuer kippst, dann wird sich direkt auch einiges verändern. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen, wenn du eben gerne ein Training hättest, ein Gespräch mit mir, um das eben auch zu trainieren, dann schau doch mal auch unten in der Box nach Terminen für ein erstes Telefonat, Kennenlern-Telefonat oder eben auch für Gruppengespräche, die ich ja jetzt auch anbiete. Informier dich da einfach und gerne schauen wir dann also auch gerade in Partnerschaften, im Job, mit Kundengesprächen, sind diese Form der Kommunikation und des gegenseitigen Verstehens und wie man eben aus einer Konfliktsituation in die Entspannung gehen kann und miteinander trotzdem umgehen kann, sehr, 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 sehr wichtige Aspekte für ein friedliches Miteinander, für Selbstbestimmung, Freiheit, all das, was wir uns doch alle wünschen und natürlich für die Liebe. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir bitte gerne ein Like, abonnier den Kanal, teile es gerne, weil dieses Video, glaube ich, ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass die Menschen anders miteinander kommunizieren und das eben zur Selbstverständlichkeit machen und dass, wenn man auf jemanden trifft, der diese Hasskommunikation eben auch wählt, dass man da ganz deutlich auf die Art der Kommunikation auf die Art der Kommunikation anspricht und das eben benennt und nicht den Inhalt. Also, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüsschen. Tschüsschen.